2007 waren wir in Garsen, das ist an der Küste von Kenia, und hatten eine Evangelisation dort. Unsere Ausrüstung war aufgebaut, wir fingen an. Und nicht weit weg, etwa 500 Meter oder sogar vielleicht auch weiter, war einer auf dem Dach, ein Zimmermann, und hat feste seine Nägel reingehauen. Und während er zugehört hat, genägelt hat, hat er auch zugehört. Und dann hat er den Hammer zur Seite gelegt und hat plötzlich gemerkt, er muss sein Leben verändern. Und er kam dann runter und hat dann auch das Gebet, auch gebetet und kam vor und gab sein Leben Jesus. Es ist einfach erstaunlich, was aus solchen Evangelisationen und Verkündigung des Evangeliums, was da alles geschieht. Denn da werden Herzen verändert und auch Sinnen verändert. Und da waren auch, anders mal hatten wir auch Leute, die von weitem her gekommen sind, die hatten gehört, die haben die Lautsprecher auch von weitem gehört, weil hier in Afrika geht es 2 bis 3 Kilometer. Es kann, je nach Windrichtung, kann so ein Soundsystem sehr weit gehen. Und Leute kommen, die bringen ihre Kranken mit und die bringen die her, weil sie einfach wollen, dass Gott einen Wunder tut. Und wie oft haben wir es erlebt, dass Menschen von weitem her kommen, die haben das Evangelium schon von weitem gehört, aber kommen und möchten noch für sich beten lassen. Und wir erleben wunderbare Dinge und möchten einfach da Gott alle Ehre geben. Durch unseren Dienst im Fernsehen können wir die Botschaft von Jesus auch in die Wohnzimmer bringen. Dadurch dienen wir den Menschen, die nicht in eine Veranstaltung kommen können. Our stage is poorly lit. Unsere Bühne ist schlecht ausgeleuchtet. Dadurch wird vieles von unserem Videomaterial unbrauchbar. Die Abendveranstaltungen sind der wichtigste Teil unserer Evangelisationen. Und den müssen wir so unseren Zuschauern vorenthalten. Um eine für Videomaterial gut ausgeleuchtete Bühne am Abend zu gestalten, brauchen wir 6 Lichter dort oben, um die Person, die hier steht, und die ganze Bühne zu beleuchten. Nur so können wir die Videos auch für YouTube oder fürs Fernsehen gebrauchen. Wir evangelisieren und bringen das Evangelium tief und weit in alle Länder, da wo Leute kaum die Möglichkeit bekommen, das Evangelium zu bekommen. Aber wir sind jetzt herausgefordert. Wir müssen unsere Ausrüstung erneuern. Wir brauchen 2 neue Generatoren. Wir brauchen auch, die ganze Beleuchtung muss verändert werden. Und auch der Hintergrund, der ganze Bühneaufbau, alles muss verändert werden. Und wir brauchen etwa 40.000 Euro. Und wir möchten gern mit euch partnern, damit wir das erreichen können, damit wir noch effektiver das Evangelium da hineinbringen können, wo echt es sehr dringend notwendig ist. Gott segne euch.